Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Stimmenfindung hier. Locken, 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 locken. Aber wenn ich die ganze Zeit so tief reden muss, dann kann ich nicht schnell reden. Und dann kann ich, wenn ich aufgeregt bin, in einer Stresssituation, ich glaube, da verliere ich die Stimme dann wieder. Alter, Autos lauten draus, draußen laut, Autos lauten raus. Ja, was ist denn mein Notiz? Da. People want to hear songs with the words they are afraid to say. Das ist mein Fotoapparat. Das ist mein Fotoapparat. Das ist meine Lesebrille. Mir fehlt mein Laptop. Ich habe hier ein Diktiergerät. Mein Koffer ist weg. Und jetzt stehe ich ganz cool in meinem imaginären Auto, das nicht da ist. Weil ich noch gar kein Auto habe. Ich habe gar kein Auto. Keine Ahnung, ob ich das durchziehen kann die ganze Zeit. Dann kommt er gar nicht so rüber, wie er sein sollte. Mein Name ist Logan. Ich bin Profischwimmer. Wussten Sie das schon? Ich glaube, im Teamspeak kommt das überhaupt nicht so rüber, wie ich mich höre. Vermutlich nicht, nein. So. Was mache ich für komische Dinge? Ich mache meine Stimme tiefer. Es geht mit so ein paar Tricks. Dafür muss man summen und sich dann so ein bisschen auf die Brust schlagen. Das klingt jetzt total komisch, aber wie man hört, es ist jetzt schon mehr drin, dass ich so rede, ohne dass ich mich zu sehr anstrengen muss und darüber nachdenken muss. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, dass meine Stimme passt, kann ich mich nicht auf das konzentrieren, was ich sagen will. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu tief gehe, weil dann reicht die Luft nicht, die ich durch meine Stimmbänder presse, um überhaupt irgendwelche Töne zu machen, und dann hört man nichts. Dann hört das sich irgendwann so an. Ich sollte vielleicht solche Übungen nicht machen, wenn ich das Fenster aufhabe und die ganze Zeit irgendein Verkehr ist. Jetzt gehe ich schon wieder zu hoch. Also, der gute Lorcan ist 31 Jahre alt. Und der klingt wahrscheinlich immer noch wie 16. Aber das macht nichts. Er sieht ja auch jung aus. Er sieht ein bisschen gefährlich aus. Und wenn man ihn dann hört, dann lacht man sich kaputt. Oder so. Und ich kriege jetzt schon Halsschmerzen davon. Nicht genug zu trinken. Jetzt weiß ich, wie die Männer sich fühlen, die so eine ganz rauchige Stimme die ganze Zeit mit dem Charakter spielen und nach einer halben Stunde schon nicht mehr können. Weil das geht tatsächlich wirklich auf die Stimmbänder. Und das merkt man dann auch. Und ich muss mir gleich mal anhören, wie ich mich anhöre, und das wird ganz schrecklich sein. Aber so ist das halt. Nebenbei laufe ich mit dem Charakter im Hotelzimmer gerade hin und her. Es ist so wie telefonieren, einfach reden und dabei rumlaufen. Weil ich aber auch so ein bisschen die Spielgeräusche mit drauf haben will. Auch wenn das jetzt nur sein Schritt ist. Ja, also wirklich vorbereiten kann ich mich da nicht, weil zum Beispiel Motorengeräusche oder so klingen wieder anders. Ich könnte aber mal, ich könnte sonst im Spiel, also nicht auf Lucky, sondern überhaupt in GTA, in GTA Online mal so ein bisschen rumfahren und gucken, wie sich das verhält mit
dem Sound, während ich rede. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Gehen wir hier mal raus. Und währenddessen könnt ihr euch angucken, wie ich meinen Charakter gebastelt habe im Schnelldurchlauf. So. Wenn euch das interessiert. Es ist so ein bisschen Vorbereitung gerade und ich versuche gerade ein bisschen in die Rolle reinzukommen. Ich will ja Lorcan auch entsprechend darstellen. Bin mal gespannt, ob ich das durchhalten kann. Wenn nicht, wäre schade, aber dann ändert sich das halt nochmal ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Aber jetzt für, ich wollte gerade sagen, für die Einschulung, nein, für die Einreise wäre das ganz gut. Wenn das ein bisschen sitzt, finde ich. Auch wenn die Einreise immer anders ist. Also ich habe mit meinem vorigen Charakter, ich versuche jetzt die ganze Zeit in seiner Stimmlage zu reden, aber das kriege ich, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege. Bin mir nur nicht sicher. Wir werden es ja dann sehen bei der Einreise. Ich habe auch ein bisschen Angst, das habe ich früher schon gehabt, dass dann die Anfänge eines Satzes verschluckt werden, vom Teamspeak zumindest. Im Stream hört man das, im Teamspeak nicht. Und jetzt muss ich mir erstmal hier eine private Lobby aufmachen, dass ich auch keinen Stress habe. So. Was wollte ich sagen? Achso, ja, dass man das im Stream gehört hat, aber im Teamspeak nicht. Und ich wundere mich, warum die Leute denken, ich bin nicht so gesprächig. Wenn da natürlich von einem ganzen Satz immer nur so das letzte Wort rauskommt, ist unpraktisch. Ist richtig unpraktisch. Wieso will ich eigentlich immer die Taste drücken, wenn es die falsche Taste ist? So, warte mal, jetzt brauche ich erstmal irgendein Auto. Nehmen wir mal. Oder wir nehmen ein Motorrad, mich auch. Einfach um zu horchen. Ob das zu laut ist, wenn ich rede, weil ich ja auch während ich fahre rede. So, boah. Tastatur fahren bin ich überhaupt nicht gewohnt, merke ich mal wieder. Das kann ich tatsächlich ein bisschen besser mit dem Controller. So. Es ist sehr lustig gewesen. Ich habe mit meinem vorigen Charakter in einem anderen Stream wurde schon gefragt, ob der Spieler von dem Charakter ein Mann ist. Der Charakter war ja weiblich. Das ist immer unterschiedlich, wie die Leute einen wahrnehmen tatsächlich. Und ich habe, ich meine, das war eine Mexikanerin und die hat natürlich anders gesprochen, aber sie hat nicht so tief gesprochen wie ein Mann, bin ich der Meinung gewesen. Und ja, das ist halt der Unterschied jetzt einfach, den ich versuche darzustellen. Charaktere sind ganz anders. Der hat jetzt auch keinen Akzent oder so, auch wenn ich gerne mit Akzenten spiele, aber wenn ich da erstmal drin bin, komme ich nicht mal raus. Und ja, ich weiß nicht. Ist ein bisschen schwierig alles gewesen. So, Motorrad ist laut. Ich habe das Gefühl, ich bin zu leise im Gegensatz zum Motorrad. Aber das ist natürlich in meinen Ohren so. Jetzt sehe ich auch wieder so. In meinen Ohren ist ja so. Wenn ich erstmal anfange und ich habe das so, ich spiele ja auch PNP-Rollenspiele, ich bin Spielleitung und ja, da war ein Charakter, der heißt Ombre, seine KI eigentlich und der hat eigentlich auch gar keinen Akzent. Aber dadurch, dass ich meine mexikanische Frau gespielt habe auf Lucky, reichte schon nur Ombre zu hören und ich habe angefangen so zu reden. Für einen Satz oder so, wie ich gemerkt habe, ups. Das ist ja gerade out of character. Also ja, es ist manchmal, ich spiegel das halt. Das heißt, wenn andere Leute mich mit ihrem Akzent ansprechen im Rollenspiel, muss ich aufpassen, dass ich nicht genauso antworte. Ich glaube, das wäre sehr disrespectful. Ich glaube, dann hauen die mich kaputt. Ist aber so eine Angewohnheit, die ich mir echt, also was heißt Angewohnheit? Es ist wirklich so ein Drang. Das ist halt die Echolalia, die besonders autistische Menschen, aber auch Menschen mit ADHS zum Beispiel haben. Das ist halt dieses, also nicht nur, dass man bestimmte Sachen immer wiederholt, also dieses Spiegeln von anderen Leuten, das Spiegeln hat ja auch was mit Autismus zu tun. Jetzt fange ich schon wieder an zu erklären, aber ich muss ja ein bisschen in die Stimme reinkommen hier, ja, das geht ja so gar nicht.
das ist gut, wenn ich dann auch mal so rede, ohne dass ich jetzt mich konzentriere auf das Reden, auf den Inhalt. Ich versuche es zumindest gerade. Ich finde es mega laut. Ich finde das Spiel aber auch gerade mega laut. Vielleicht liegt es daran, ich mache es mal ein bisschen leiser. So. Weil ich mag die Motorengeräusche ja schon gerne hören. Das wiederum finde ich zu leise. Das ist schwierig. Müsste ich eigentlich so live im Stream machen und Leute müssten mir helfen dabei. Aber jetzt müsst ihr euch das so anhören und gucken. Was wollte ich sagen? Schon wieder voll vergessen. Achso, Echolalia. Echolalia ist halt häufig dieses Nachsprechen, aber auch wenn man bestimmte Geräusche oder Phrasen oder sowas wiederholt, weil es sich einfach gut anfühlt im Mund. Das ist jetzt so die grobe Beschreibung davon. Ich kann eigentlich nur sagen, mein Gehirn findet das halt ganz toll, das zu machen. In dem Moment. Jetzt bin ich schon wieder voll aus der Stimme raus. Ich ziehe das nicht durch. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich versuch's mal. Aber es ist, glaube ich, auch einfach Gewöhnungssache. Ob ich so weit runterkomme die ganze Zeit oder ob ich wieder in meine Erklärstimme gehe. Es gibt ja die... Ja, genau, erstmal schön unter Crashen hier. Es gibt ja die Service-Stimme, ne, wenn man so am Telefon ist und ganz freundlich zu Menschen sein muss oder auch im Laden oder so, ne, wenn man Bedienung ist oder irgendwas. Dann gibt es die Service-Stimme, die klingt meistens höher und wird deswegen auch eher als weiblich da wahrgenommen, würde ich mal sagen. Es ist besonders schlimm, wenn ich in diese Stimme reingerutsche, dann höre ich mich halt wirklich an wie eine Frau. Das finde ich nicht immer gut. Aber gut, anderes Ding. Und dann gibt es halt die Erklärstimme, wie man gerade gemerkt hat von mir, die so ein Mittelding ist. Weil die Erklärstimme häufig auch gerne möchte, möglichst schnell möglichst viele Informationen rauszuhauen. Und dann kann man nicht ruhig reden. Und man muss ruhig reden, um tiefer zu kommen, sag ich mal. Leute, die aufgeregt sprechen, egal welchen Geschlechts und was für eine Stimmlagen die sonst so haben, klingen einfach höher von der Stimmlage her. Und für mich ist Erklärung damit fast gleichzusetzen, einfach weil, wenn ich Dinge erkläre, hat das oft häufig was mit meinen Special Interests zu tun, und dann bin ich quasi aufgeregt, weil ich kann Dinge erzählen über Sachen, die mich persönlich interessieren. So, jetzt brauchen wir mal ein Auto. Was nehmen wir da nicht? Nein, ich wollte ein Auto. Das ist ein Auto, das ist ein Auto. Klingt ja nochmal anders als so ein Motorrad. Ja. Wir sind alle nicht geeignet für die Sandstrecke hier. Brauchst du echt Offroad. Alles andere glitscht weg. Egal wie Offroad es aussieht. Ja. Ja, und dieses ruhige, vielleicht auch einlullende. Ich meine, man ist ja auch so ein bisschen drauf getrimmt, dass Menschen, die ruhig sind, die sich ruhig unterhalten, eine gewisse Ausstrahlung haben, die vielleicht sogar ernster genommen werden. Aber das ist subjektiv. Wie gesagt, das ist eine Wahrnehmungssache auch. Und ja, wir werden so ein bisschen darauf getrimmt, auch in den Medien. Daher kommt das ja auch mit der hysterischen Frau, die halt schnell und hohe Stimme hat quasi. Was aber totaler Blödsinn ist. Das können Männer genauso. Und das können auch alle anderen genauso. Aber damit wird es halt meistens assoziiert. Ne? Aber über Hysterie kann ich auch noch andere Dinge erzählen. Also das ist ja eh... das kommt ja auch, ne, von die Hysterektomie heißt das, glaube ich. Das ist ja die Entfernung des Uterus. Hysterie, Hysterektomie, merke ich schon, gleicher Wortstamm. Das hat mich was damit zu tun, dass man ganz früher glaubte,
dass die Emotion, also ich weiß jetzt nicht, ob es allgemein alle Emotionen, aber zumindest Emotionen, die halt so für Traurigkeit und all diese Dinge und eben auch für Stress sorgen, dass die verwurzelt sind im Uterus und deswegen, ja, also zu dem Zeitpunkt noch eben nur von Frauen gefühlt werden kann, und damit das nicht mehr so ist, muss der Uterus raus. Also ganz wilde Geschichte. Und man wurde ja eben auch früher wegen Hysterie in geschlossene Anstalten gesteckt, obwohl Hysterie in dem Fall so als solches gar nicht existiert, sondern naja, wenn man Frauen unter Druck setzt oder generell, wenn man Menschen unter Druck setzt, man muss es nur lange genug tun, dann werden sie alle irgendwann hysterisch. Ich mag das Wort auch einfach nicht mehr, weil es eine falsche Annahme ist und ein falsches Bild gibt von Emotionen. Wisst ihr, was nämlich richtig, richtig gruselig ist? Männer, die hysterisch sind. Alleine, weil wir darauf trainiert wurden, das gar nicht im Hinterkopf zu haben, dass sie das können. Aber es sind das normale Emotionen. Aber ja, Emotionen und Geschlechter, das ist immer noch schwierig. Es sitzt sehr tief, die Leute machen da immer noch Annahmen. Und ich bin wieder in der Erklärstimme drin. Ich muss mir dann gleich mal anhören, ob die okay ist, weil ich da immer wieder reinrutsche. Ich versuche halt ein bisschen tiefer generell zu sprechen. Aber ich glaube, ich komme nicht dahin, wo ich gerne mit dem Charakter kommen wollen würde. Dann wird es auch sehr, ja, ne, wenn ich über solche Dinge rede, dann sind das ernste Themen. Und das betrifft einfach unglaublich viele Leute. Und das betrifft eben auch die Leute, die sonst nicht gehört werden. Und ich bin auch häufig Teil von diesen Leuten, bei den Dingen, über die ich rede, nicht bei allen, aber bei vielen. Ich habe gerade so ein Großpaket bekommen, das ich mir nicht gewünscht, ich kostenlos bekommen von meiner Mutter, also wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist es schwierig. Aber ich höre mir das jetzt mal an. So, das ist jetzt nochmal. Geändert habe an den Mikrofoneinstellungen, aber ich merke schon, bin schlechter. Also, ja, auch nicht übersteuern. Noch ein bisschen mehr. So. Ja, ich glaube, das ist ein Bereich, der okay ist. Es ist jetzt mehr so als vorher. Ich habe aber ja auch einen Cut-Filter drin. Jetzt muss ich mal eben gucken. So, jetzt habe ich aber noch den Filter drin. Jetzt mache ich den mal raus. Also Filter, den Noise Removal. Und der sorgt dafür anscheinend, im Teamspeak zumindest, dass sich das dann so ein bisschen krisselig anhört. Weil Teamspeak selber auch nochmal ein Noise Removal drin hat. Und anscheinend vertragen die beiden sich nicht so gut. Der Vorteil ist, wenn ich den Noise Removal drin habe, man hört fast keine Hintergrundgeräusche. Man hört meinen Computer nicht. Man hört nicht, wenn hier, keine Ahnung, eine Katze auf einen Stuhl springt oder sowas, weil das Mikrofon doch schon sehr empfindlich ist. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob man den Regen hört. Aber es gibt halt so ein gewisses Grundrauschen. Ich habe zum Beispiel im Hintergrund hinter mir gerade den Ventilator an. Da weiß ich auch gerade noch nicht, ob man das hört. Das werde ich dann gleich merken. Das Ding ist halt, das würde man auch alles im Teamspeak hören. Und das ist natürlich im Rollenspiel ein bisschen doof. Ich finde das immer sehr ablenkend, wenn da irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Deswegen horche ich mir gleich mal an. Ja, wie ich jetzt festgestellt habe, ist das eigentlich sehr gut. Ich glaube, ich bin teilweise sogar zu laut. Der Teamspeak-Selbsttest klang jetzt auch gut. Aber
Ich habe festgestellt, dass wenn man sich selber hört, also klar, ich kann eh nicht gut reden, wenn ich mich dann quasi direkt wieder selber höre, das irritiert mich immer sehr, dann rede ich irgendwie sehr komisch. Dass trotz dessen, wie man sich dort in diesem Test hört, die Leute einen teilweise anders hören. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tatsächlich habe ich jetzt den Noise Removal komplett draußen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen zu laut im Stream. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Habe aber dann auch schon oft gehabt, wenn ich jetzt geredet habe in meinem eigenen Stream und es leise gemacht habe, dass die Leute dann gesagt haben, es ist zu leise. Also ist immer schwierig. Müsste man ausprobieren. TeamSpeak ist halt besonders empfindlich, sage ich mal, was das betrifft. Aber auf der anderen Seite kann es dadurch aber auch klarer klingen als Discord zum Beispiel. Es ist einfach so. Und ja, was man im Stream, also jetzt eben auch in dieser Aufnahme hört und was man letztlich dann im Teamspeak hört, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich verschiedene Schieberegler habe, sage ich mal. Einmal das Teamspeak und einmal mein Stream im OBS. Und irgendwie gehe ich ganz oft immer noch in den roten Bereich, das gefällt mir nicht. Ich hoffe ja. So, das müsste jetzt gehen. Ich werde dann auch wieder ausprobieren müssen, wie laut oder leise ich den Voice Chat, also wie wir Leute hören, die mit mir im Teamspeak reden, also sprich auf Lucky, mit mir dann auch RP machen. Das kann sein, dass ich das dann am Anfang ein bisschen hoch und runter drehen muss, aber das ist schnell gemacht. Ich habe noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Schlimm finde ich eigentlich nur, wenn die Leute dort unterschiedlich laut sind. Das heißt, einige Leute schreien einen an und andere hörst du gar nicht. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Man kann da bestimmt das auch so vereinheitlichen. Ich meine, es geht auch irgendwie, aber ja. Anderes Ding. So, ich hoffe, der kleine Exkurs in ich übe meine Stimme und finde sie irgendwann mal. Ich habe sie eigentlich nicht gefunden, habe ich das Gefühl. Und wie baut man einen Charakter? Man sieht das halt auch. Ich habe dann also nicht nur den Charakter zusammengebaut und eingekleidet, sondern ich habe da auch noch so ein bisschen bin hin und her gelaufen, habe G-Stile ausprobiert und Emotes und all sowas, um mir das da einzuspeichern und all solche Dinge. Also das ist die Vorbereitung für mich immer, dass ich mir überlege, was für ein G-Stil hat der Charakter und welche Emotes brauche ich eventuell relativ häufig? Ich habe mich da bei der Einreise jetzt drauf eingerichtet. Das Lustige ist, das ist ja noch relativ neu, dass man mehrere Emote-Sets haben kann auf Lucky. Und ich bin halt eingereist, da gab es nur eins und ich habe diesen Koffer, den man bei der Einreise trägt. Also er nutzt jetzt einen Rucksack, der ist auch neu. Aber den Koffer, den man da trägt, den habe ich, glaube ich, immer drinne gehabt. In meiner Emote-Speicherung, auch als ich wieder ausgereist bin, quasi. Also, das habe ich nie geändert. Ja, aber gucken wir einfach mal, wie es dann weitergeht jetzt. Ich freue mich schon auf die Einreise. Ich habe schon ein paar Ideen. Ob ich dann das umsetzen kann, ist eine andere Sache, weil dann ist man da trotzdem aufgeregt und kriegt es vielleicht nicht gebacken und lässt es lieber weg. Aber schauen wir mal, was er für einen Eindruck hinterlassen kann. Und ich glaube, ich bin aber in der Stimme jetzt relativ gut drinne. Ich muss sagen, wenn ich mich im Teamspeak selber höre zum Testen, klingt meine Stimme höher, als wie wenn ich sie jetzt in der Aufnahme höre. Es kann sein, dass es auch an Teamspeak liegt. Schauen wir mal. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, macht's gut.